Herzlich willkommen, liebe Bolterinnen und Bolter, zur 7. Ausgabe unseres Wohnzimmerblogs hier aus dem virtuellen Wohnzimmer. Zunächst wie immer die aktuellen Corona-Meldungen. Es gibt nicht viel Neues, die Zahlen bleiben relativ konstant. Wir wollen hoffen, dass es auch so bleibt. Die ersten Auswirkungen der Lockerung des Lockdowns werden ja in 14 Tagen erwartet, wie die Kanzlerin gesagt hat. Und wir hoffen, dass es bis dahin auch so bleibt wie jetzt, also immer schön Distanz wahren. Neues aber hier aus Bocholt, denn der Wertstoffhof hat wieder geöffnet. Ich schalte das gleich mal rein. Heute Morgen um 7:30, glaube ich, waren schon die ersten da. Relativ großer Andrang, da aber auch auf dem Wertstoffhof Social Distance gilt und wir dort eben auch nur ein paar Leute drauflassen dürfen, gab es lange Schlangen auf der Straße. Das wird auch wohl in den nächsten Tagen noch so bleiben. Deswegen rät auch die Stadt bitte, nicht alle an den gleichen Tagen oder alle sofort kommen, sondern ein bisschen verteilen. Man kann das Thema Humor, Corona übrigens auch mit Humor nehmen. Philipp Küpper und Jens Habers haben das mal gemacht und zwar in einer Ex-Peter-Runde. Schauen Sie mal rein. Hier ist Peter von Peter sein Bierstübchen. Ja, hier ist auch Peter. Ja, hallo auch, Peter. Was willst du denn diesmal wissen? Ja, heute möchten wir von Ihnen wissen, also von Ihnen uns, also wir uns von Ihnen beraten lassen zum Thema Social Distancing, also dieses Distanzding da. Ja, was müssen wir, also ich, unter diesem Begriff verstehen? Ja, das ganze Video gibt es wie immer bei uns auf der Facebook-Seite und dort könnt ihr im Übrigen dann auch weitere Filme sehen, zu denen wir gleich noch kommen. Was übrigens im Moment nicht gut funktioniert, sind sogenannte Gruppenaufnahmen. Wir haben gerade heute mal eins erhalten vom Kreisgesundheitsamt, das wird nämlich verstärkt. Und man sieht neue Leute, alle auf 2 Meter Distanz, aber das führt dazu, dass die Bilder ziemlich breit werden, so auf lange Sicht. Was ebenfalls nicht funktioniert, kann ich euch hier mal schön demonstrieren. Moment, wenn man so eine Maske auf hat, ist hier die Gesichtserkennung am iPhone. Da kann man also lange vorstehen, da tut sich nichts. Da muss man also dann immer wieder auch die Nummern eintippen. Tja, das sind Sorgen. Apropos Sorgen, Sorgen haben auch die Tankstellenpächter derzeit, weil halt die Leute weniger tanken, auch weniger Umsatz machen, also auch weniger einkaufen. Und wie das genau, woran das genau liegt, das hat Klaus Rühling versucht in einem Interview zu klären. Seht mal rein. Man kriegt das momentan alles nicht so gedreht in so einer Tankstelle. Man verdient ja nicht nur durch Sprit, sondern auch durch den Job, ne? Da die Pendler ja wegfallen und Taxen, Fahrschulen nicht fahren, hast du einmal weniger Umsatz an Sprit, aber dementsprechend auch im Shop. Die Brötchen werden nicht verkauft, die Getränke werden nicht verkauft und sowas alles. Das hängt alles mit hinten dran. Ja, was gibt's sonst Neues? Die Feuerwehr plant im Moment neue Sirenen. Darüber hatten wir ja auch schon mal berichtet, dass neue Sirenen innerhalb der Stadt aufgestellt werden sollen. 29 an der Zahl. Die letzten werden jetzt momentan installiert. Wir haben mal ein Foto davon, hat uns Philipp Schlatt geschickt. Vielen Dank. Und bis zum Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und dann kann man hier in ganz Bocholt wieder die Sirenen hören, wenn ein Katastrophenfall eintritt. Zum Schluss noch, es soll heute noch eine faustdicke Überraschung geben. Der SFC Bocholt hat angekündigt, einen neuen Trainer vorzustellen. Die Details werden wir aber erst ab 19 Uhr erfahren, dann können wir es auch erst veröffentlichen. Also bleibt dran, ab 19 Uhr haben wir hier die Neuerung aktuell. Was bleibt, ist das Wetter, nämlich es bleibt sonnig, nichts mit April, keinerlei Überraschung. Uns soll es recht drin sein. In dem Sinne, alles Gute, schönen Abend und bleibt gesund.